Hallo und willkommen zum ersten Teil meiner Ananas Freistell- und Färbserie. In diesem ersten Teil möchte ich euch zeigen, wie ich diese Frucht hier unter Zuhilfenahme von Kanälen freistellen kann. Dazu dupliziere ich mir als erstes mal hier den Blaukanal, weil der am meisten Kontrast hat. Und werde jetzt hier versuchen, den Kontrast maximal aufzusteilen. Ich habe jetzt gerade hier die hellen Geschichten hochgenommen. Jetzt werde ich die Mitteltöne runternehmen. Alles so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl. Und zwar achte ich darauf, dass immer hier diese Kanten und diese kleinen Spitzen, dass die erhalten bleiben und nicht ausfressen. So. Okay. Sieht schon ganz passabel aus. Okidok. Bestätige das Ganze. Und jetzt muss ich die tatsächlich noch mal duplizieren, um jetzt diese beiden Kanäle zu manipulieren mit einer Kanalberechnung. Und zwar nehme ich hier mal multiplizieren. Beziehungsweise man kann auch negativ multiplizieren, mal ausprobieren. Vorher, nachher, dann wird der Hintergrund schön hell. Und nun gehe ich hin und werde nochmal eine Tonwertkorrektur ausprobieren. Also im Grunde, jawohl, im Grunde ist das Ziel immer so, dass ich hier in der Mitte ein möglichst schwarzes Schwarz hinbekomme. Also 0, 0, 0, 0, 0, 0. Weiß wäre FF, FF, FF. Vielleicht kennt sich jemand aus mit Binärarithmetik und Zahlensystem. Okay, so lasse ich es mal. Mehr gibt diese Kanalberechnung jetzt nicht her. Ich kopiere mir jetzt diesen Kanal, indem ich eine Auswahl erstelle mit Steuerung und A. Steuerung und C kopiere ich das. Gehe jetzt in meine Ebenenpalette, erstelle mir eine leere Ebene, fülle die jetzt einfach mit Steuerung und V mit meiner Maske. Und jetzt kann ich hier mit meinem Zeichenstift und einem Pinsel hier mal so reinmalen und das Ganze hier quasi in eine Maske, ja, verwandeln. Ist jetzt ein bisschen Getüftel. Ich fange mal an von innen nach außen. Die Härte des Pinsels ist mittelmäßig. Okay, jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, indem ich hier an der Kante lang male. Ich mache die Pinselspitze kleiner. Und werde jetzt hier mit variabler Pinselgröße einmal um die Ananas rumfahren und hier die Kante mit Fingerspitzengefühl und einem drucksensitiven Stift hier etwas nacharbeiten. So. Hier haben wir noch was. Man kann natürlich auch hingehen und jetzt mit Abwedler, upsala, und mit Abwedler und Nachbelichter arbeiten. Das heißt, ich würde dann die Mitteltöne, die Tiefen oder die Lichter entsprechend aufhellen. Also hier müsste ich jetzt quasi die Tiefen abdunkeln und die Lichter, die drumherum sind, die würden dann davon nicht beeinflusst. Kann man auch machen. Aber ich mache das jetzt hier in dem Fall mal so, weil ich da jetzt schon reich, ich habe da jetzt reichlich Erfahrung und naja, hoppala, da war ein Strich zu viel. Das müsste gleich so hinhauen. Ich fahre jetzt einfach mal hier so rum. So. Wobei, ich kann aber probieren, ich mache jetzt mal den Nachbelichter, die Tiefen. Ja, klar. Wenn ich jetzt hier reinmale, dann passiert nichts, weil ich ja die Tiefen eingestellt habe. Und wenn die Tiefen eingestellt sind, ah, hier wird es jetzt. Hier nehme ich mal wieder den Pinsel, weil mir das hier ein bisschen zu unübersichtlich wird.
Also gerade die Ananas, die hat ja jede Menge verschiedene Schattierungen und Helligkeitsinformationen. Das ist eine Frucht jetzt, das lässt sich nicht so super toll freistellen. Deswegen wollte ich euch einfach mal ein Tutorial machen und euch mal zeigen, wie das geht. Weil die doch sehr viele Schattierungen hat. Jede Menge Struktur und gewachsene, ja, so Blätter und Blättchen und so weiter. Da ist auch immer noch so ein bisschen Handarbeit dabei. So, hier mache ich nochmal mit dem Pinsel. Okay, das ist hier nur eine Maske. Oh, so. Nachher haben wir noch die Möglichkeit dann mit dem Menüpunkt Kante verbessern, noch die Kante ein bisschen weicher zu machen und noch ein bisschen zu optimieren. So, ich gehe mal hier so runter. Hier werde ich das weiße Farbe nehmen. Oh. Okay, das ist jetzt eigentlich ziemlich egal, das ist der Boden. Ich werde gleich dann, naja, lasse ich mal jetzt mit dem Schnellauswahlwerkzeug. Werde ich hier gleich eine Auswahl vornehmen dann, weil die Ananas besteht ja nur aus Schwarzwerten und damit kommen dann entweder, ja, entweder können wir gleich arbeiten mit dem Schnellauswahlwerkzeug oder mit dem Farbbereichswerkzeug beziehungsweise mit dem Dialog-Farbbereichswerkzeug. Jetzt mache ich hier nochmal den Nachbelichter an, den Abwickler an, und zwar die Lichter. Jetzt kann ich hier alles, was hell ist, kann ich es hier heller malen. Da brauche ich nicht so viel aufzupassen mit dem Pinsel. So. Okay, Pinsel. In Weiß. Aber die Stelle, das ist eine blöde Stelle hier. Okay. Ja, das kann man normal alles wegmachen, das ist nur der Schatten vom Fotografieren. Ich habe es mit einem Aufdeckblitz fotografiert. Ich lasse das jetzt mal so. Okay. Sieht eigentlich ganz manierlich aus bis jetzt. Hier muss man auch noch mal reinmalen. Reines Schwarz. Gleich sind wir rum. Nochmal. Ich habe zuerst überlegt, ob ich hier so eine Art Speedpainting das mache. Das heißt, das freistelle, in doppelter Geschwindigkeit abspielen lasse und dann einfach nur noch kommentiere. Aber ich finde so, naja, so ist es besser. Okay. Okidok. So. Hier nochmal mit Weiß. Obwohl gleich der Dialog, der wird das hinkriegen. Wichtig ist, dass die Maske jetzt, also schwarz ist. Und gleich unser Dialog zum Thema Farbbereich erledige ich den Rest. So. Ich gehe nochmal zurück zur Orientierung. Okay. Hier war noch ein weißer Punkt. Hier oben ist noch was. Ah ja. Gut. Hier die Blätter, die waren schon so ein bisschen ausgetrocknet und sind dadurch heller geworden. Oh, macht aber gar nichts. Ich male die jetzt hier aus. So. Sehr schön. Okay, hier nochmal, dann lasse ich es gleich dabei.
muss jetzt ja nicht tausendprozentig sein. Es geht ja nur darum, das Prinzip zu erklären oder so einen Workflow mal darzustellen. Okay, ich lasse das jetzt mal so. Das ist jetzt die Maske. Jetzt können wir mal die Infopalette einblenden lassen. Hier. Moment, falsch. Info. Und jetzt können wir hier mal sehen. Aha, RGB, hier oben sind die Werte. Die steht alle bei 0. 0 heißt, ist schwarz. Und ja, wird so weit hinhauen. Ist alles schwarz. Jetzt gehe ich hier in die Ebenenpalette. Werde jetzt hier mit dem Farbbereichswerkzeug hier, oder Dialog besser gesagt, hier die Tiefen freistellen. Die habe ich schon eingestellt. Schau mir jetzt hier unten das Fenster an. Hier entscheidet da so ein Kriseln, wenn ich die Toleranz erhöhe. So, jetzt gehe ich mal hier so. Anscheinend, ja, so 56%. Gut, ich mache mal okay. Und jetzt haben wir hier eine Auswahlkante. Die Kante werde ich jetzt noch verbessern. Okay, ich schaue mir das mal an jetzt. Was überall so richtig aussieht. Oh. Also sieht eigentlich ganz manierlich aus. Ich mache die jetzt mal weich hier, so 0,4, 0,5. Bestätige den Dialog nochmal. Jetzt hat er hier natürlich auch noch so schwarze Punkte mitgeholt. Gar nicht weiter tragisch. Ich nehme das Lasso-Werkzeug. Und werde die jetzt der Auswahl abziehen bei gedrückter Alt-Taste. Kann ich gerade mal hier so vorbeifahren. Klicke jetzt hier mal auf das Maskensymbol. Mach die Maske mal sichtbar. So. Jetzt ziehe ich hier den Kontrast noch ein bisschen höher, dass diese weißen Punkte verschwinden. Das ist auch immer so ein bisschen experimentieren. Also man sollte da nicht verzweifeln beim ersten Mal oder so oder beim zweiten Versuch. Jetzt nehme ich hier die Maske. Bei gedrückter Alt-Taste ziehe ich die auf die Ananas. Jetzt kann ich die mal ausschalten. Und jetzt sieht man, natürlich muss ich die Maske invertieren. Die ausschalten. Nein, ist perfekt. So, jetzt ist die Maske an Ort und Stelle hier. Und jetzt kann ich mir die einfach mal anschauen, ob der Freisteller gut geworden ist. Und hier zum Beispiel habe ich ein Loch drin. Da muss ich jetzt nochmal mit weißer Farbe ran. Ja. Hoppala. Nehme ich jetzt hier einfach. Indem ich einfach jetzt nochmal ein bisschen korrigiere. Im Prinzip war es das. Ihr seht, man muss einfach nur verstanden haben, eine Maske ist im Grunde genommen reines Schwarz und reines Weiß. Also 0, 0, 0, 0, 0 und FFFFF besteht nur aus Schwarz und aus Weiß. Da dürfen möglichst keine Grautöne sein, weil Grautöne bedeuten immer Transparenzen. Und Transparenzen sind eigentlich eine schlechte Maske. Das kann dann Probleme geben, wenn man Compositing macht. Scheint, schimmert irgendwas durch, was da eigentlich gar nicht durchschimmern soll. Deswegen muss eine Maske immer schwarz-weiß sein. Und wenn man das weiß, ist das die halbe Miete, denn man macht es einfach so, dass man den Kontrast aufstellt. Das heißt, man versucht den Kontrast zu erhöhen mit einer Tonwertkorrektur oder mit einer Gradationskurve oder mit einer Kanalberechnung. Im Grunde ist es egal, wie man das macht. Letztlich ist das Ergebnis entscheidend und das Ergebnis heißt halt nun mal eine hundertprozentig schwarz-weiße Maske. Und dann hat man es hingekriegt. Ich lasse das jetzt mal so. Und gleich im zweiten Teil meines Videos erkläre ich euch,
wie man diese Ananas gold färbt. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.